ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Sandra und heute gibt es ein neues Auswahlorakel. Und zwar geht es heute darum, diesen Zyklus schließt du ab, dieses Thema nimmt jetzt ein Ende, passend zu den aktuellen Zeiten. Ich denke oder ich hoffe, es geht euch gut gerade. Die Energien sind doch etwas herausfordernd, vor allem für alle hochsensiblen und feinfühligen Menschen. Von daher habe ich diese Woche Mittwoch das Reading ausfallen lassen. Heute zwinge ich mich ein bisschen dazu. Von daher, ich warne schon mal vor Sprachstörungen oder sonstigen Ausfällen. Aber vielleicht bekomme ich auch einen unerwarteten Energieschub. Lassen wir uns überraschen, was hier heute rauskommt. Wie immer, schau, mit welchem Stapel du in Resonanz gehst. Den Zeitstempel findest du unter dem Video. Genau wie die Karten, die ich hier verwende, die habe ich dir auch aufgelistet. Wenn du noch einen Moment Zeit brauchst, drück gerne die Pause-Taste und ansonsten würde ich jetzt loslegen. Hallo, Stapel Nummer 1. Schauen wir mal, welches Kapitel du hinter dir lässt, welcher Zyklus sich jetzt abschließt. Und hier habe ich schon mal ein Thema, und zwar das Thema Hoffnungslosigkeit. Vielleicht hast du lange Zeit Geduld gehabt und bist an den Punkt gekommen, wo du ja, quasi die Hoffnung verloren hast, dass für dich auch nochmal irgendwas Tolles passiert oder was auch immer du für Wünsche oder Ziele hast, habe ich das Gefühl, dass sich hier etwas Neues zeigen wird. Okay. Ich lege noch weitere Karten. Okay, das startet schon mal gut mit dem Kleeblatt, die Routen, die Sterne. Der Mann, lass mal lieber hier hin. Das Kreuz, der Traumfänger, die Blumen, die Lilien und die Störche. Okay. Also für mich sieht das hier oben so aus, das, was du hinter dir gelassen hast, ist für dich einzustehen, keinen Konflikt mehr aus dem Weg zu gehen, dir selbst treu zu bleiben und auf deine Intuition zu hören. Dass wenn irgendwelche oder irgendeine Situation sich nicht so richtig anfühlt, dass du das nicht irgendwie schönredest oder versuchst, es anderen recht zu machen, sondern für dich einstehst, ja, die Themen ansprichst und viel selbstbewusster bist. Also ich glaube, das war so eine Lernerfahrung für dich und dadurch sehe ich aktuell schon, dass du, ja, dass das Karma jetzt quasi auf deiner Seite ist, weil mit dem Klee und dem Kreuz und dem Traumfänger habe ich das Gefühl, dass du jetzt in eine komplett andere Richtung geschoben wirst, wo der Weg viel leichter ist und der dich jetzt genau auch dahin bringt, wo du eigentlich hin möchtest. Also da, wo deine Träume sind, deine Ziele und dass jetzt der Weg dahin auch ein bisschen leichter ist, als du es vielleicht aus der Vergangenheit gewohnt bist. Und deswegen passt es ja auch zu der Hoffnungslosigkeit, die du jetzt hinter dir lässt, weil du ja vielleicht jetzt auch schon merkst, dass sich bestimmte Dinge ereignet haben, um die dir schon wieder ein bisschen mehr Hoffnung geben und die dir ja auch den Mut geben, an deinen Träumen festzuhalten und dir selbst treu zu bleiben. Ja, und hier haben wir auch schon die Veränderung, also dein Selbstwert hat sich, glaube ich, aktuell schon extrem verbessert, aber in der Zukunft nimmt das noch mehr zu. Also du blühst so richtig auf, du bekommst Anerkennung und deine ganze Art und Weise, wie du dich verhältst, wie du von außen auch angenommen wirst, hier ist ein richtig starker Wandel, was du dann wahrscheinlich auch merken wirst, weil die Menschen in deinem Umfeld ganz anders mit dir umgehen, die nehmen dich ganz anders wahr. Deswegen wirst du wahrscheinlich auch viel mehr respektiert als in der Vergangenheit, weil du dich jetzt durchsetzt, weil du gelernt hast, Konflikten nicht mehr aus dem Weg zu gehen, sondern die Dinge anzusprechen, die dich stören und nicht klein beizugeben. Und das ist hier so ein extremer Quantensprung irgendwie, von der grauen Maus zum, ja, was ist das Gegenteil? Also zu einer selbstbewussten Frau, ich sage jetzt mal Frau, kann es natürlich auch ein Mann sein, auf jeden Fall eine viel stärkere Aura, du weißt, wer du bist und das strahlt man natürlich auch aus, wenn man das lebt, wenn man das spürt, geht es gar nicht anders, als dass das Umfeld das auch wahrnimmt und dir dann natürlich das Ganze auch spiegelt.
Erträume dir deine Welt. Spannend, weil wir haben ja schon mal den Traumfänger und genau das ist es. Also all das, wo du in der Vergangenheit gedacht hast, das ist nichts mehr für mich, das werde ich nie erreichen oder den Traum kann ich abhaken. Für mich ist das nichts oder ich werde da eh nie ankommen. Und genau das wird sich hier ändern, weil wir haben hier, wie gesagt, Hoffnungslosigkeit, zweimal das Thema Träume, dann noch das Karma und Schicksal und diese krasse Veränderung innerhalb von deinem Selbstbewusstsein und dieser Stärke. Von daher habe ich das Gefühl, dass hier was Großes auf dich wartet, dass dir hier diese Freude schenkt. Und auf diesem Bild sehen wir ja auch, wie sie komplett befreit ist. Also ich habe das Gefühl, dass du hier so eine riesige Last hinter dir lässt und quasi so ein komplettes neues Leben hier startet, wo du komplett aufblühst und alles irgendwie leichter wird. Und du plötzlich siehst, dass das, was du dir früher gewünscht hast, plötzlich viel näher ist und dass es Möglichkeiten und Wege gibt, da auch wirklich hinzukommen. Ja, und hier eine höhere Macht passt auch zu den Kreuzen, ist auch so eine Karma-Karte und dass du, ja, ich habe das Gefühl, dass das, was du dir schon lange gewünscht hast, wirklich immer näher kommt, weil du hier deine Aufgabe gelernt hast. Du bist eben, du lässt dich nicht mehr kleiner machen, als du bist. Du ja, stellst dein Licht nicht mehr unter den Scheffel, du bist einfach eine komplett andere Person und dadurch wird das Leben dir jetzt natürlich auch ganz komplett andere Sachen widerspiegeln. Selbstwertgefühl, Überraschung, also das ist wirklich dein Hauptthema. Ich glaube, du hast sehr, sehr stark an deinem Selbstwertgefühl gearbeitet und hast dadurch, da du früher noch nicht so sehr in deiner Selbstliebe, in deinem Selbstwert angekommen warst, hat das Universum dir quasi immer wieder Menschen geschickt, die dir das spiegeln, damit du aufwachst und erkennst, was du dir in der Vergangenheit alles hast gefallen lassen und bis zu dem Punkt, wo du quasi auf den Tisch haust und dein Leben selbst in die Hand nimmst und für dich anerkannt hast, okay, das passt für mich nicht mehr und ich gehe jetzt den Weg, der zu mir passt und ich ja, nimm mein Glück selbst in die Hand und gehe jetzt dafür los. Und ich glaube, das hast du hier gemacht und das wird definitiv belohnt werden. Und ja, es ist eine super starke positive Energie. Mega cool. Und hier haben wir noch den unmarkierter Pfad, Offenbarung, Schutz der Zukunft. Also es ja, passt zu den Energien, dass du jetzt auf einen Weg kommst. Du bist hier geschützt, du bist jetzt irgendwie, also ich glaube, das Schicksal, das Karma möchte dir jetzt etwas auszahlen, so einfach mal gesagt. Ja. Und das hast du deiner Arbeit am Selbstwertgefühl zu verdanken, weil dadurch bist du jetzt in einer ganz anderen Energie, die dir quasi jetzt die Tore öffnen, das zu empfangen, wofür du früher noch nicht bereit warst, weil du früher dich viel zu klein gemacht hast und gar nicht in deiner oder dir auch gar nicht erlaubt hast, diese Dinge zu empfangen, weil du vielleicht gedacht hast, ja, für andere ist das möglich, aber für mich bestimmt nicht. Dann haben wir hier noch das Schlaraffenland, die Heimatoase und die Münze des Untergangs. Ja, und vielleicht warst du früher auch so hoffnungslos eingestellt, weil du finanzielle Schwierigkeiten hattest, die. Ja, finanzielle Themen sehe ich jetzt hier nicht so stark, aber vielleicht hat das auch auf, ja, dass unser Selbstwertgefühl und unsere Finanzen hängen immer unmittelbar zusammen. Und wenn unser Selbstwert steigt, hat das eigentlich immer eine Auswirkung auf unseren Kontostand. Ja, die Heimatoase, sich zu Hause fühlen, Heimathafen, Privatsphäre, Rückzugsort, sich eine Oase der Ruhe erschaffen. Renovieren, dekorieren, Immobilien und Umzüge. Okay, vielleicht bist du auch umgezogen oder planst es noch oder hast jetzt ein Umfeld, wo du ja, wo dir das auch irgendwie besser widergespiegelt wird. Und ich finde, das ist so eine schöne Aufstiegsenergie, Schlaraffenland, Überfülle, Glückseligkeit, Genuss, Wohlstand, Wunscherfüllung, Jokerkarte, Sehnsucht nach Verbesserung, Delikatessen und ja, es ist ja quasi das komplette Gegenteil. Und so nehme ich das hier auch die ganze Zeit wahr. Du kommst hierher und kommst, also du kommst aus dieser Energie in diese. Und ich überlege gerade noch,
Ja, vielleicht hast du auch gelernt, oder vielleicht ist auch dieser Rückzugsort wichtig für dich, wo du bei dir sein kannst, wo es dir gut geht, wo du immer wieder auftanken kannst und dich auch so ein bisschen von Fremdeinflüssen so ein bisschen schützen kannst. Und dadurch ist es dir überhaupt erst möglich, oder war es dir möglich, hier viel besser dich mit deiner Intuition zu verbinden und zu erkennen, was du eigentlich willst und was nicht, und für dich auch reinzuspüren, was jetzt die nächsten wichtigen Schritte sind, um auch dahin zu kommen. Und das war wahrscheinlich ein mutiger Schritt und diese Erkenntnis und dafür loszugehen, dass sich hier definitiv wird jetzt ganz, ganz stark belohnt. Also wir haben ja mega coole Karten. Also all das, was du dir erträumt hast, wo du in der Vergangenheit dachtest, das hat alles keinen Sinn mehr oder das wirst du nie erreichen. Da wirst du jetzt merken, dass plötzlich sich Türen öffnen, Menschen in dein Leben kommen oder irgendwelche Möglichkeiten, die dir wieder das Gefühl geben, das ist möglich. Und ja, bleib weiterhin in diesem gesunden Selbstwertgefühl. Achte darauf, dass du immer deiner Selbstliebe bist und dann ja, ist hier quasi alles auf deiner Seite und du kannst dir eigentlich jeden Traum selbst erfüllen. Und du wirst jetzt auch merken, dass das definitiv leichter wird. Wow, sehr coole Botschaft. Ich hoffe, du bist damit in Resonanz gegangen und freue mich über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben und sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2. Schauen wir, welches Kapitel du hinter dir lässt. Und da haben wir schon einmal das Thema Selbsthass. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit oft sabotiert. Du warst frustriert, mit dir selbst nicht zufrieden, hast dir selbst das Leben schwerer gemacht, als es sein sollte, weil du irgendwie frustriert warst. Und das nimmt hier definitiv ein Ende. Dann schauen wir noch in die Lenormand-Karten. Den Park, die Störche, das Kreuz, die Sense, die Ketten, den Berg, die Sterne, das Schiff und die Fische. Okay, also ich habe das Gefühl, dass in der Vergangenheit das Schicksal auf irgendeine Art und Weise irgendwie nämlich mehrfach war, ja, bei dir zugeschlagen hat, sage ich mal so, und ganz plötzlich immer für eine Veränderung gesorgt hat. Und für dich war das ja sehr überraschend, nicht unbedingt im positiven Sinn. Du hast dich wahrscheinlich auch gefragt, warum dir das immer passiert oder was du getan hast, warum. Ja, irgendwie so nach dem Motto, warum wirst du immer bestraft oder so habe ich das Gefühl. Und dadurch hat sich vielleicht auch dieser Selbsthass entwickelt, weil du dir selbst dafür immer die Schuld gegeben hast, dass bestimmte Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie du das eigentlich wolltest. Und deswegen hast du vielleicht immer so den Glaubenssatz, du bist irgendwie verflucht oder bei allen Menschen funktioniert alles, nur du kriegst irgendwie nichts hin und irgendwie lastet so eine dunkle Wolke auf dir und der kannst du irgendwie nicht entfliehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so deine Gedanken sind oder waren. Das hier liegt in der Vergangenheit. Aber aktuell habe ich das Gefühl, bist du so in der Regenerationsphase. Die Belastung oder diese Einschnitte, die du hier hattest, liegen jetzt hinter dir. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, bist du gerade in so einer Reflexionsphase. Du schaust dir an, wo du gerade stehst, wo du hin willst, was zu dir passt, wer zu dir passt und wer und was nicht. Und ja, ich nehme ja sehr viel Rückzug und sehr viel Nachdenken wahr. Und in der Zukunft, da haben wir die Sterne, das Schiff und die Fische. Und ja, hier ist eine Entwicklung, also entweder ich nehme mir für einige das Ausland wahr, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass ich nehme mir unterschiedliche Themen wahr. Also einmal ist das Thema Geld hier auch irgendwie sehr präsent. Irgendetwas sehr Erfolgreiches.
Vielleicht kommt jemand im Ausland auf dich zu und hat irgendwie ein Angebot für dich, das dir die Möglichkeit gibt, mehr, ja, irgendwie deine Finanzen aufzubessern, irgendein Projekt, das sehr lukrativ sein wird. Oder irgendetwas kommt hier ins Gleichgewicht. Also, ja, ich glaube, es ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Es ist nicht ganz so eindeutig. Aber ich nehme auch wahr, dass dir sehr viel Rückzug irgendwie gut tut. Also diese Belastungen aus der Vergangenheit musst du auch erstmal irgendwie sacken lassen. Und ich glaube, es ist gut, dass du dir auch so eine kleine Auszeit gönnst und immer darauf achtest, dass dein Körper auch im Einklang ist, dass du Arbeit und Ruhe auch immer in so einem gesunden Ausgleich setzt, dass du dich nicht überarbeitest, dass du nicht immer mehr von dir verlangst. Und vielleicht tendierst du dazu, weil du eben früher immer so einen starken Selbsthass hattest und dich dadurch vielleicht immer sehr gepusht hast und immer sehr viele Ziele hattest, weil du dir selbst beweisen wolltest, dass du doch irgendetwas kannst oder doch irgendwo hinkommst. Und ja, ich habe das Gefühl, dass diese Energie hat dich immer dazu geführt, dass du gegen verschlossene Türen läufst oder gegen, ja, gegen Mauern rennst, irgendwie sowas. Und deswegen ist ja gerade diese Ruhepause, glaube ich, super wichtig für dich. Ich will jetzt gerade nochmal weiterziehen. Hunger. Schaffe eine solide Basis. Ja, ich glaube, für dich ist es wichtig, dass du ja, einen stabilen Boden hast. Ich glaube, das nagt ja alles noch so ein bisschen an dir und deswegen kann es vielleicht auch schnell passieren, dass du ins Ungleichgewicht schwappst, weil die Vergangenheit halt noch sehr krass an dir nagt. Und deswegen nehme ich das Schiff und die Fische hier auch als sehr unbeständig wahr. Und ich glaube, du kommst jetzt schon wieder in ruhigere Gewässer, aber es ist wichtig, dass du dir Ruhe gönnst. Ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der sich nicht so gerne eine Auszeit gönnt oder dann direkt ein schlechtes Gewissen hat. Ich darf mir jetzt hier keinen Urlaub nehmen, ich darf mir jetzt keine Auszeit nehmen, ich muss das machen, ich muss dies machen. Ich habe das Gefühl, du wirst immer von so einer To-Do-Liste gejagt und es fällt dir schwer, dir mal ein paar Tage Auszeit zu gönnen, einfach mal nichts zu machen. Aber ich glaube, das ist noch wichtig für dich, weil dadurch kommst du hier in viel ruhigere Gewässer, wo sich alles wieder ausbalanciert und wo du auch klar siehst und so eine ganz starke Intuition hast. Also die Belastungen und diese schweren Einschnitte liegen definitiv hinter dir und vielleicht bist du noch nicht in diesem Gefühl und du wartest, dass an jeder Ecke wieder sowas passiert. Und das hört jetzt definitiv auf. Du wirst jetzt merken, wenn du dir auch diese Ruhe gönnst, dass dein Leben deutlich ruhiger wird. Und sehr schöne Karte gesegnet, dass, also diese Karte steht auch dafür, dass etwas passieren wird, womit du überhaupt nicht mehr rechnest. Also auch ein sehr starker Karma-Ausgleich. Ich glaube, das, was du ja alles in der Vergangenheit erlebt hast, das kommt jetzt im Positiven, bekommst du hier irgendwie einen Ausgleich. Also deswegen habe ich wirklich das Gefühl, dass das Schlimmste oder Schwerste jetzt gerade erstmal wirklich hinter dir liegt. Und ja, ich schwanke hier zwischen irgendwie eine sehr finanzielle, erfolgreiche Zeit liegt vor dir. Aber irgendwie das Ausland ist auch extrem wichtig. Und für den einen oder anderen passt beides zusammen. Aber es kann natürlich auch so ein Urlaub sein, wo du ganz starke Impulse bekommst, die dafür sorgen, dass du auch wieder hier einiges wieder ins Gleichgewicht bringen wirst. Und vielleicht hängt das auch beides für den einen oder anderen miteinander zusammen. Ja, Frieden. Und deine Vergangenheit war alles andere als friedlich. Das nehme ich schon die ganze Zeit so wahr. Von daher gönn es dir jetzt mal auszuatmen. Vielleicht bist du dir auch gar nicht darüber bewusst, dass dein Leben vielleicht im Vergleich zu anderen oder deinem Umfeld deutlich herausfordernder war. Und deswegen gönn dir auch mal diese Auszeit und erkenne dich dafür an, was du da alles durchgestanden hast und versuche nicht so hart mit dir selbst zu sein. Und du darfst wirklich darauf vertrauen, dass ich jetzt hier, dass die Hindernisse,
die Hürden, die du in deinem Leben immer genommen hast, dass die sich jetzt auflösen. Und ja, ich nehme immer wieder wahr, nimm dir immer wieder deine so einen Rückzugsort, Auszeiten, damit du das auch immer wieder, damit du immer wieder bei dir ankommst und immer wieder spürst, was jetzt richtig und wichtig für dich ist. Also ich glaube, deine Bedürfnisse wirklich richtig wahrzunehmen und danach zu handeln, schafft dir auch diese solide Basis in dir, sodass du diese innere Stärke, diese Resilienz auch in dir hast, die auch dafür sorgt, dass du diesen Frieden einfach in dir spürst. Wintertraum, Zeit der Reife, und da sehen wir ja auch, wie sie da liegt und schläft, und Winter ist ja auch die Zeit des Rückzugs, Innenschau, da sind wir nicht so aktiv wie im Sommer, und das ist ja genau die Energie, die ich hier die ganze Zeit wahrnehme. Also lerne dir selber diese Pausen zu gönnen, das ist super wichtig für dich. Ein aufgeräumtes Haus, Klarheit und Organisation. Das ist für mich auch so eine herbst-winterliche Stimmung, und ich glaube, dass Herbst und Winter für dich jetzt ganz wichtig ist, um einiges in deinem Leben auch nochmal aufzuräumen. So komplett dieses alte Thema hinter dir zu lassen, wieder bei dir anzukommen. Ja, vielleicht hast du auch das Bedürfnis, bei dir zu Hause auszumisten, dich von Sachen zu trennen, die auch noch schwer auf dir lasten oder die dich an Sachen erinnern, an die du vielleicht nicht erinnert werden möchtest. Also ich nehme auch wahr, dass jetzt eine gute Zeit ist, bei dir zu Hause auch nochmal richtig auszumisten, Platz zu schaffen. Und das gibt dir auch energetisch viel mehr Ruhe und innerlichen Frieden, als wenn dann ja alles irgendwie total unordentlich ist. Und das ist eine sehr unruhige Energie. Von daher ist es hier für den einen oder anderen auch nochmal ein Hinweis, da dieses Thema anzugehen. Und ansonsten gönn dir so viel Ruhe, wie du brauchst. Ohne schlechtes Gewissen, ohne zu denken, dass du faul bist, ohne zu denken, dass du irgendjemandem gerade was schuldig bist oder irgendwas tun musst. Ja, stell dich an erster Stelle und dann wirst du merken, wie alles ein bisschen ruhiger wird. Weil ich habe das Gefühl, dass du selbst so dein stärkster Kritiker bist und dir selber gar nicht so den Frieden erlaubst, aus irgendeinem Grund. Dann haben wir hier noch die Flamingos der Liebe, Horizont der Hoffnung und die Geister der Vergangenheit. Okay. Von der Vergangenheit eingeholt werden, kein Entkommen, Schandtaten, Reue, Zahltag, Buße, Abrechnen. Und genau das ist das, was wir hier haben. Also, wie gesagt, deine Vergangenheit war nicht so einfach und deswegen ist es ja auch verständlich, dass du in bestimmten Situationen Angst hast, dass sich irgendwas wiederholt, dass du irgendwie immer in diesem Modus bist, dass du aufpassen musst, nicht auf irgendjemanden reinzufallen, nicht wieder einen falschen Weg einzuschlagen, irgendwie sowas. Aber hier haben wir noch den Horizont der Hoffnung. Das Warten hat sich gelohnt, Geduld zahlt sich aus, Warten auf einen geliebten Menschen, Vereinigung von Seelenpartnern, Wunscherfüllung gemäß dem Lebensplan, Fernweh und Reisen. Und dann noch die Flamingos der Liebe, Liebesbotschaft, große wahre Liebe, Partnerschaft, Authentizität, Bedürfnisse werden gestillt, Einklang, Balance, Hoffnung. Okay, spannend. Das ist eine ähnliche Energie wie hier und hier haben wir ja auch nochmal das Schiff. Ja, vielleicht hast du dich auch sehr lange nach einer Partnerschaft gesehnt, die harmonisch verläuft und das Ganze liegt hier quasi schon. Also das haben wir jetzt mehrfach das Thema. Und ja, ich nehme das sehr ausgeglichen wahr, wie hier schon steht. Seelenpartner, Balance, Hoffnung, Wunscherfüllung. Und das Einzige ist die Vergangenheit. Die Vergangenheit liegt dir irgendwie noch stark im Nacken. Aber das wird Zeit, dass das Kapitel hier abgeschlossen wird. Und ja, wie gesagt, ich wiederhole mich hier. Diese Auszeiten tun dir wirklich gut, damit du wieder bei dir ankommst, in deine Mitte kommst. Vielleicht ist es echt für den einen oder anderen hier so ein Urlaub oder eine Kur irgendwie. Es ist ein Aufenthalt, wo du wieder in deine Kraft kommst. Vielleicht ist das Wasser auch irgendwie wichtig für dich. Ja, Ruhezeiten kommt immer wieder. Und falls das ein Thema für dich ist, ist es hier eine definitive Bestätigung, dass sich da etwas ändern wird. Weil wir haben hier mit gesegnet und da haben wir 2-2. Ist auch die Zahlenkombination für Partnerschaften.
Dann hier, die Fische stehen auch oft für Beziehungsthemen. Und in dieser Kombination habe ich das Gefühl, dass für den einen oder anderen hier eine Begegnung quasi vor dir steht, mit der du nicht mehr gerechnet hättest. Oder ja, die du dir vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen kannst. Aber da du hier richtig reflektiert hast, während was zu dir passt und dich hier von der Vergangenheit auch so trennst, öffnen sich jetzt natürlich die Wege und Tore, dass du hier neue Menschen kennenlernen wirst, neue Möglichkeiten. Und wie gesagt, also diese sehr, sehr schwere Zeit, die hinter dir liegt, das spüre ich wirklich. Du kannst jetzt durchatmen und du kannst positiv sein, weil das, was hier vor dir liegt, ist extrem positiv. Und ja, dein Zuhause, deine Ruhe-Oase schafft dir eine Basis, wo du dich wohlfühlst. Da kannst du immer auftanken, da kommst du auch zur Ruhe und dann geht dieses alte Thema immer schneller aus deinem Leben raus und findest hier den inneren Frieden und diese Leichtigkeit wieder und kannst dich auf das neue Abenteuer, was hier ja schon vor dir liegt, quasi freuen. Und diesen Selbsthass oder dieses, was steht hier noch? Immer wenn du dich selbst in einer Situation sabotiert hast. Ja, das kannst du hinter dir lassen. Alles, was passiert ist, ist passiert und hat immer irgendwie einen höheren Sinn oder du hast was daraus gelernt, damit du jetzt da bist, wo du bist. Ansonsten wärst du ein anderer Mensch und aus irgendeinem Grund war das wichtig für dich. Und deswegen versuch da irgendwie den Frieden mitzufinden und freue dich jetzt auf einen ganz neuen Lebensabschnitt, der deutlich leichter wird und ja. Sei selbst zu dir auch ein bisschen nachsichtiger und du musst nicht jeden Tag was leisten, du musst nicht jeden Tag hart arbeiten oder es allen anderen recht machen. Du kannst auch mal einen ganzen Tag nichts tun und wenn dein Körper das so möchte, dann ist das so. Genau, sehr schöne Energie. Ich hoffe, du kannst das damit anfangen, es motiviert dich ein bisschen. Ich freue mich über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und bis bald. Hallo, Stapel Nummer 3. Schauen wir, welches Kapitel du hinter dir lässt. Da haben wir schon mal das Thema Widerstand. Immer wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter. Okay, und dieses Thema lässt du hinter dir. Ich habe das Gefühl, bei dir zeigen sich jetzt wieder neue Möglichkeiten. Es geht wieder vorwärts und und dadurch löst sich diese Energie bei dir. Das Buch, das Kind, die Wolken. Den Sarg, die Fische, das Kleeblatt, den Traumfänger und die Ruten. Also ich habe das Gefühl, dass bei dir in der Vergangenheit entweder wolltest du in irgendeinem Bereich einen Neustart haben oder es hat sich aber nicht so entwickelt, wie du wolltest. Es hat irgendwie einen anderen Verlauf genommen. Ja, immer wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und irgendwie ja, war das vielleicht ein bisschen frustrierend für dich, weil du dir das irgendwie anders vorgestellt hast, dann kamen aber irgendwelche Herausforderungen, mit denen du nicht gerechnet hattest. Und eben der Sarg ist auch Stagnation, es geht nicht weiter. Und du hast zu der Zeit, oder aktuell, ich habe das Gefühl, hier gibt es so 50-50, manche erkennen schon den Sinn dahinter. Und andere sind gerade dabei, dahinter zu blicken, warum das hier nicht ganz geklappt hat oder was hier vielleicht noch nicht ganz optimal ist, damit das in die Richtung läuft, die du dir eigentlich wünschst und irgendwie fehlt hier oder fehlte eine Erkenntnis. Lass mich nochmal kurz reinfühlen. Ja, das Thema Geld scheint ja auch irgendwie wichtig zu sein.
Vielleicht hast du was Neues ausprobiert, hast. Also der Job liegt jetzt hier nicht, aber irgendwie ein Neubeginn, vielleicht auch ein neues Projekt oder. Aber für den einen oder anderen nehme ich gerade auch, möchtest du vielleicht schwanger werden, aber hast Angst, dass du dir das nicht leisten kannst, dass du nicht für dein Kind richtig sorgen kannst. Das kann für den einen oder anderen auch ein Thema sein. Ja, vielleicht funktioniert das auch nicht so ganz mit dem Nachwuchs, weil du aus irgendeinem Grund auch noch nicht so irgendeine Erkenntnis hat gefehlt, irgendetwas, damit du klarer sehen kannst, damit dieser Wandel stattfinden kann, war irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und diese Stagnation, dieses Warten, wann geht es endlich weiter, nimmt hier auf jeden Fall ein Ende, weil du etwas erkannt hast oder irgendetwas wurde offiziell oder aber für den einen oder anderen hängt das auch mit einer Ausbildung zusammen. Vielleicht hast du irgendeine Weiterbildung gemacht und jetzt, wo die abgeschlossen ist, merkst du, kannst du damit vielleicht auch Geld verdienen oder damit, jetzt hast du auch mehr Zeit und kannst das für dich nutzen. Und deswegen habe ich das Gefühl, laufen die Dinge jetzt wieder so ein bisschen mehr in die gewünschte Richtung. Und hier unten das Kleeblatt und der Traumfänger, eine sehr schöne Kombination. Ich nehme gerade noch die Zahlen wahr. Also irgendwie nehme ich hier auch irgend so eine glückliche Fügung wahr. Und dass du das Ziel erreichen wirst. Also dass diese Wünsche, die du hast, was hier so stagnierte, also plötzlich habe ich das Gefühl, geht die Schranke auf und es fließt plötzlich. Also mir kommt gerade so ein Staudamm. Die ganze Zeit, ja, kam nichts ins Fließen und jetzt ist es eine Erkenntnis oder irgendetwas passiert hier. Du bekommst eine Info oder dir wird plötzlich irgendetwas klar, was auch immer. Das ist jetzt hier, glaube ich, unterschiedlich. Und dadurch kommt ganz schnell irgendwas wieder in Bewegung. Also diese Stagnation ist, glaube ich, ein ganz krasses Thema bei dir. Und wenn das in der letzten Zeit bei dir sehr präsent war und du dich gefragt hast, geht es überhaupt noch mal weiter? Definitiv. Also irgendwie, irgendetwas wollte dich noch ein bisschen zurückhalten, damit du jetzt hier, ich glaube, jetzt bist du erst bereit. Irgendwas hat hier gefehlt. Deshalb kamst du da nicht weiter. Sei geistesgegenwärtig und der Fuchs ist halt auch so sehr taktisch klug. Und das passt ja auch zu dem Buch. Vielleicht hast du irgendetwas ignoriert oder hast dich mit irgendeinem Thema, das wichtig für dich ist, nicht so richtig auseinandergesetzt, in der Hoffnung, dass sich das von alleine auflöst oder weil du einfach nicht die Energie dafür hattest. Oder vielleicht hat dir das Wissen in irgendeinem Bereich gefehlt und deswegen hat das Leben so quasi gesagt, ich warte jetzt so lange, bis du da mal hinguckst, bis du dich damit befasst, bis du die Augen aufmachst. Und wenn du das gemacht hast, dann öffnet sich der Weg so quasi, nehme ich hier so ein bisschen wahr. Interessant. Realisation und jetzt hier quasi ist der Schlüssel. Also diese Erkenntnis ist der Schlüssel zu diesem Tor, das sich jetzt hier öffnet, damit du weiterkommst in deinem Leben. Treues Herz. Ist auch das Thema Loyalität, Verbundenheit. Vielleicht, der Fuchs im Lenormand kann ja auch so hinterhältig sein. Vielleicht hast du auch die Erkenntnis gemacht, dass jemand nicht ganz treu war, also in jeglicher Beziehung. Das muss jetzt nicht so nur auf Partnerschaften sich beziehen, kann es natürlich auch. Aber es kann auch sein, dass irgendwie finanziell du irgendwie hinter das Licht geführt wurdest oder dass da, weil du hast irgendjemandem, glaube ich, zu sehr getraut, vertraut und hast dadurch vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Und damit du hier vor größeren Problemen quasi bewahrt
werden kannst, war dieser Stopp wichtig, diese Auszeit, diese Stagnation, weil du unbedingt irgendetwas erkennen musstest, weil du eine bestimmte Erfahrung machen musstest, weil du vielleicht auch erkennen musstest, welches Thema jetzt nicht mehr relevant für dich ist. Was darfst du abschließen? Was braucht deine Energie nicht mehr? Also all solche Bereiche nehme ich hier irgendwie wahr und das ändert sich jetzt hier. Freiheit. Ich habe die Macht und den freien Willen, um meines eigenen Glückes Schmied zu sein. Und ja, dadurch, dass du das jetzt hier selbst in die Hand nimmst, und hier haben wir ja auch das Kleeblatt, öffnet sich jetzt hier was für dich, womit du wahrscheinlich gar nicht mehr gerechnet hast, weil zu lange die Dinge sich gar nicht mehr bewegt haben und du wahrscheinlich mittlerweile die Hoffnung aufgegeben hattest. Das Leben nehmen, wie es kommt. Und hier, genau, mit dem Flow und Überfluss, die Fülle. Interessant. Ja, da kommt mir dieser Staudamm schon wieder. Also das Boot stand hier wahrscheinlich die ganze Zeit und jetzt, wo du diese Erkenntnis gemacht hast, wo du vielleicht auch hinter die Fassade von jemandem geschaut hast. Also wie gesagt, musst du jetzt reinspüren, welches Thema bei dir passend ist. Aber ich nehme mir ganz klar wahr, dass irgendetwas, du hattest vielleicht irgendeine Illusion, du hast irgendwo nicht klar durchgeblickt und dadurch konntest du nicht weiterkommen, weil du bestimmte Dinge erstmal erkennen musstest. Und nur durch dieses Wissen und durch diese Erkenntnis bist du bereit, jetzt hier weiterzufahren. Und hier haben wir auch schon die Fülle liegen. Also super positiv. Da haben wir den Schädel der Vergänglichkeit, die Flaschenpost und den Geburtstagszauber. Also auch alles sehr wasserlastig und deswegen, ja, dieser Staudamm ist wirklich super präsent hier. Der Schädel der Vergänglichkeit, Leben im Hier und Jetzt, jeden Tag genießen, auskosten, keine Zeit verschwenden, nicht nur reden, sondern machen, Bewusstseinserweiterung, das Glück festhalten. Okay, spannend, schon wieder dieses Glück und ja, den Moment nutzen. Vielleicht, das nehme ich ja gerade auch wahr, hast du auch lange das Gefühl gehabt, dass du noch nicht bereit für was bist. Vielleicht hast du selbst diesen Fortschritt blockiert, weil du dir immer sagst, du bist noch nicht weit genug. Du musst erst noch diese Ausbildung machen. Du musst erst noch dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht hast du immer wieder eine neue Regel, was du nicht noch alles machen musst, bevor du das und das verdient hast. Also ich habe das Gefühl, dass du dir vielleicht manchmal zu viele Regeln erstellst und dich selber damit so ein bisschen blockierst. Auf gute Nachrichten hoffen, warten, Geduldsprobe, Kommunikation, Kontaktaufnahme, Schriftverkehr, geheime Briefe, Botschaften. Ja, Geduldsprobe passt ja auch. Es geht nicht vorwärts, es stagniert. Und ja, du hast vielleicht darauf gewartet, dass irgendjemand Kontakt aufnimmt. Aber dieses Warten nimmt jetzt ein Ende, weil du nimmst jetzt dein Glück selbst in die Hand und du wartest nicht, bis irgendjemand im Außen kommt und dich irgendwie unterstützt. Oder ja, du bist einfach selbst bereit und du hast auch das Wissen, habe ich das Gefühl. Geschenke, ein schönes, großes Ereignis, dein Sein, ihr Geburtstag als Zeitangabe, Anhaltspunkt, Einladungen, Geselligkeit, Wünsche manifestieren. Und vielleicht hast du Geburtstag, vielleicht hattest du Geburtstag und da ist irgendwas passiert oder gibt dir irgendwie einen Anhaltspunkt, also dein Geburtstag oder Geburtstag von deinem Gegenüber, wenn das wichtig ist, kann dir vielleicht gerade noch irgendwie einen Input geben, vielleicht ist da irgendetwas vorgefallen, vielleicht hast du da eine Erkenntnis gemacht. Ja, ich nehme irgendwie wahr, dass diese Erkenntnisse nicht aus dem Außen kommen, sondern dass die eher so als Impuls zu dir kommen, so eine Eingebung. Ja, du bist bereit, du musst nicht länger warten, du brauchst auch keinen Widerstand oder irgendwie die Dinge zu lange aufschieben, weil du irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt wartest.
wie gesagt, ich habe das Gefühl, für dich geht es jetzt wieder vorwärts und jetzt geht es darum, lass dich treiben mit dem Fluss quasi, nimm das, was sich gerade bietet und arbeite damit, anstatt die Dinge vielleicht anders erzwingen zu wollen. Lerne mit dem umzugehen und das wertzuschätzen, was sich dir gerade bietet, was du gerade hast. Und ja, hier will sich irgendwas manifestieren. Also das Thema Manifestation, Fülle haben wir jetzt hier mehrfach liegen. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Botschaft für alle, die jetzt in letzter Zeit super stark stagniert sind und das Gefühl hatten, es tut sich gar nichts mehr, man kommt gar nicht mehr vorwärts und irgendwie schon die Hoffnung aufgegeben haben. Weil hier, ja, die Karten zeigen, es wendet sich jetzt das Blatt komplett zu deinem Besten quasi und es geht jetzt weiter. Vertraue deinem Fluss, dem Fluss des Lebens und ja, deine Wünsche, deine Träume können sich jetzt hier definitiv manifestieren, was auch immer das hier bei dir ist. Das ist natürlich überall unterschiedlich, aber gib auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf. Und ich glaube, du bist gerade schon an dem Punkt. Also ich glaube, dieses krasse Stagnieren liegt jetzt hinter dir, definitiv. Sehr schön. Ich hoffe, das ging mit dir in Resonanz. Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 4. Schauen wir zuletzt noch bei dir. Welches Kapitel möchte jetzt ein Ende nehmen? Welcher Zyklus liegt hinter dir? Und welcher neuer Weg liegt vor dir? Da haben wir schon die Störche, das Herz, die rosa-rote Brille, die Meerjungfrau, die Wege, den Reiter, das Haus, der Brief und die Mäuse. Okay, ich habe vergessen, die als erstes zu legen. Das Thema Eifersucht ist vielleicht in deinem Leben sehr präsent und das Thema wird sich jetzt ändern. Und ganz spannend haben wir hier auch die Störche, das ist ja auch eine Veränderung. Und das Herz, dieses rosa-rote, sich für andere zu verbiegen und vor die Wahl gestellt zu werden. Also ich nehme hier ein sehr, sehr starkes Liebesthema wahr. Also wenn du innerhalb von Beziehungen immer wieder dich die Eifersucht trifft. Hatte das, glaube ich, in der Vergangenheit mit deinem Selbstwert zu tun. Also du hast dich vielleicht auch oft für andere verbogen, hast wahrscheinlich mehr gegeben, als du zurückbekommst, aber hast auch immer das Gute in jedem Menschen gesehen. Und das liegt aber hinter dir, das ist die Vergangenheit. Ich glaube, das hast du erkannt, du hast daran gearbeitet, du hast dich verändert und du setzt dich jetzt an erster Stelle. Du machst es nicht mehr allen anderen recht, sondern weißt auch, wann ist der richtige Moment zu gehen, wann ist es richtig, für dich einzustehen und bestimmte Menschen vielleicht auch hinter dir zu lassen, die dich vielleicht eher ausnutzen oder immer nur da sind, wenn sie was von dir brauchen, aber andersrum ja, für dich vielleicht nicht immer so da sind. Und in der Zukunft sehe ich schon, das Familienthema ist hier wichtig und ja, vielleicht gab es hier eine Person, mit der du gerne eine Familie gegründet hättest und vielleicht hast du immer auf eine Nachricht gewartet oder irgendwie auf eine Aussprache, auf irgendetwas und dieses, wie sagt man, ich kann jetzt gar nicht drauf. Auf jeden Fall der Reiter, der ist sehr kommunikativ, da werden die Dinge ausgesprochen und die Mäuse nehmen das hier, dieses auf Nachrichten warten und ja, immer in dieser Warteposition hier sitzen. Ich glaube, das hört bei dir auf. Und ich glaube, wenn dein Selbstwert sich steigert, gehst du auch automatisch aus dieser Eifersucht raus, weil du weißt, wenn ein Mensch dich nicht schätzt oder dich irgendwie nicht so behandelt, wie du das eigentlich vorstellst, dann ja, ist da eh keine gute Basis. Von daher redest du dir die Dinge auch eh nicht mehr schön und du wartest auch nicht, ja, bekommst du vielleicht doch nochmal eine Antwort, bekommst du doch nochmal irgendwie den Hinweis, dass es doch in eine andere Richtung geht. Nee, du hast dein eigenes Fundament quasi. Aber diese Hoffnungslosigkeit, dieses
oder dieses Bedürftige, das geht hier komplett raus. Diese Eifersucht und Bedürftigkeit ist etwas, was hinter dir liegt. Beauty, okay, das passt sehr. Mit dieser Karte und Eifersucht ja, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass du nicht mit anderen mithalten kannst oder dass es immer jemanden gibt, der besser aussieht als du, oder aber du ja, hast gerade ein Problem mit deinem Alter, du machst dir sehr viel Gedanken um dein Äußerliches, ja, du bist sehr fixiert auf das, wie du rüberkommst, wie du aussiehst. Ich glaube, hier kommt aber auch so der Frieden rein, dass du dich annimmst, und es beginnt ja alles mit Selbstliebe. Wenn du mit dir zufrieden bist, dann strahlst du das auch aus und dann nehmen andere dich auch so wahr. Wenn wir unzufrieden sind und uns immer für andere verbiegen, dann nehmen andere das auch wahr. Und auch wenn sie das nicht bewusst wahrnehmen, aber es ist eine Energie, die wir aussenden, die wird vom Gegenüber definitiv zurückgespiegelt. Und desto mehr wir in unserer Selbstliebe sind, desto mehr wir uns selbst achten, desto mehr werden wir das im Außen auch gespiegelt bekommen. Deswegen habe ich aber das Gefühl, dass es ein Thema ist, das hinter dir liegt. Vielleicht kommt es hin und wieder nochmal hoch, dann kannst du vielleicht nochmal bewusst damit arbeiten. Ja, aber ich nehme mir eine schöne Energie wahr, dass du dich, dass es dir egal ist, dass du nicht mehr so lange in Situationen verharrst, die dir nicht gut tun. Wo dein Wert auch nicht geachtet wird. So nämlich. Und dann hast du auch kein Problem mehr damit, die Situation zu verlassen. Fatum. Ja, das ist auch so eine Karma-Schicksalskarte. Und da kommt mir, dass du diese Erfahrungen, die du hier gemacht hast, die waren, glaube ich, wichtig für dich, damit du deinen Selbstwert steigerst, damit du erkennst, wo du dich unter Wert verkaufst, damit du erkennst, wo du noch Potenzial zum Wachsen hast, damit du die Person wirst, die du jetzt bist, die viel mehr in ihrer Selbstliebe ist, die viel selbstbewusster ist und sich hier für niemanden mehr verbiegt. Und das war, glaube ich, so ein Lernprozess, den du nicht umgehen konntest. Und das schließt du jetzt aber, glaube ich. Leugnen, ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusst Einsicht an ihrer Stelle. Okay. Sei mutig und furchtlos. Interessant. Also das Thema Angst ist hier noch irgendwie präsent. Ja, vielleicht hast du ja auch Angst, schnell ersetzt zu werden oder Angst, nicht gut genug zu sein. Das kommt mir hier ganz stark. Aber wie gesagt, dieser Wandel findet gerade statt. Also von der Person, die immer sich selbst kritisiert hat, die immer auf andere Menschen eifersüchtig war, habe ich hier so einen ganz schönen Wandel. Bist du viel mehr in deiner Stärke und auch viel flexibler, dass du nicht zu lange in irgendeiner Situation ausharrst, weil du weißt, es gibt noch andere Wege, es gibt noch andere Menschen und Menschen, die deinen Wert nicht respektieren. Mit dir musst du auch keine Zeit verbringen, also setz dich aufs Pferd und weiter geht's. Befreiung aus der Stagnation. Genau, das ist es hier. Flexibel sein, losgehen. Wenn man merkt, irgendwas passt nicht, dann ja, weiterziehen. Katzenraupe, Chancen. Und genau, das passt auch ganz gut, weil ja, das ist dieser Lernprozess. Also ich habe, und hier haben wir auch schon, also du bist, glaube ich, gerade in so einer ganz starken Transformationsphase, wo du das auch erkennst. Und ja, in der Zeit, wo die Raupe noch im Kokon ist, ist irgendwie so diese Stagnation, aber jetzt bist du quasi zum Schmetterling geworden, du kennst deinen Wert und ja, lässt dich dann nicht mehr kleiner halten, du nutzt deine Chancen und wenn du erkennst, irgendwo bist du am falschen Ort, dann weißt du, dann gibt es einen besseren Ort für dich. Also du bleibst da nicht stehen, du bedauerst das nicht, du versuchst auch nichts zu fixen oder irgendwie eine Person zu verändern. Also ich nehme hier eine sehr starke Transformation innerhalb des Selbstbewusstseins wahr. Interessant. Die dunkle Ecke, Scham, Reue, Angst. Also Angst ist ja ein Megathema. Buße, Bestrafung, Verdrängung, Dunkelheit, Seelenschmerz, sich ungeliebt fühlen, Unbeliebtheit. Ja, das hängt wahrscheinlich alles damit zu tun. Vielleicht wurdest du, das kommt mir gerade in der Kindheit auch gehänselt. Vielleicht, das sitzt oder saß dir noch so in den Knochen.
Und diese Glaubenssätze waren so präsent. Und genau deshalb musst du so diese Erfahrung machen, um zu erkennen, dass das eine Illusion ist. Und damit du richtig in deine Selbstliebe kommst. Und hier haben wir nämlich schon die Jahrhundertliebe, extreme Gefühle, Trauma, Traumfrau, Hochzeit, Ehe, Sensation, füreinander bestimmt sein, Schicksalsfügung. Und in der Energie, in der du vorher warst, also könntest du diese Person niemals, könntest du ihr niemals begegnen, weil du nicht in der Energie wärst, dass diese Person dich überhaupt wahrnimmt. Und deswegen war das oder hatte das ja alles auch so seinen Sinn. Und ja, Finale nehme ich jetzt hier eigentlich nur wahr. Lebenserfahrung, ja, wie ich die ganze Zeit schon gesagt habe, diese Erfahrung war wichtig, damit du jetzt hier diese Person anziehen kannst, die für dich bestimmt ist. Und wenn du in einer Beziehung bist, kann es aber auch bedeuten, dass du jetzt dadurch, dass du mehr in deinem Selbstwert bist, dein Gegenüber dich auch ganz anders wahrnimmt. Und es gibt ja nichts Attraktiveres, als wenn man selbst mit sich im Einklang ist, als wenn man die ganze Zeit an sich rumnörgelt. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, dadurch, dass du jetzt diese Transformation hier durchlebst, kommt es jetzt zu einer Schicksalsfügung. Und hier haben wir ja auch Karma-Schicksal. Also doppelt die Bestätigung, dass du jetzt wahrscheinlich jemanden in dein Leben ziehst, wo du auch gar nicht mehr eifersüchtig bist, weil diese Person dich so wertschätzt und du dich auch dadurch schön fühlst und gar nicht in dieser Angst bist, dass du jetzt verlassen wirst oder dass du ausgetauscht wirst oder weiß ich nicht. Also ich glaube, du strahlst jetzt was aus, was er sagt, wenn du mich verlässt, ja, dann ist es dein Problem. Also wenn du dir das entgehen lässt, also du switchst deine Energie, glaube ich, hier extrem. Und das ist eine super, super schöne Transformation. Und ich hoffe, dass du dir darüber im Klaren bist. Und ja, also diese dunkle Ecke liegt hinter dir. Vielleicht kennst du das aus der Kindheit, vielleicht ja, ist das so ein Trauma, das noch irgendwie in dir steckt, aber die Zeiten sind jetzt hier vorbei. Und mach dir das bewusst, falls diese Ängste nochmal hochkommen, mach dir bewusst, dass es das nur Illusionen sind, dass das nicht wahr ist. Am Ende entscheidet unsere Energie darüber, wie wir von anderen Menschen gesehen werden. Und es gibt Menschen, die entsprechen wirklich dem absoluten Schönheitsideal. Aber wenn diese Person total unsicher ist und irgendwie den ganzen Tag nur rumnörgelt, dann ist diese Person auch nicht mehr attraktiv. Und genauso ist es, wenn man vielleicht nicht dem absoluten Schönheitsideal entspricht, aber man hat so ein starkes Selbstbewusstsein, man strahlt so viel positive Energie aus, dann ist diese Person tausendmal attraktiver als irgendein Model. Und am Ende des Tages hängt es immer mit unserer Energie zusammen. Genau, ich lasse es jetzt mal so stehen. Eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich hoffe, du kannst das damit anfangen. Ich freue mich über deine Kommentare, über deinen Daumen nach oben und sage danke fürs Zusehen und bis bald.